بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, es gibt einige Brüder und Schwestern, die sich fragen, ob es richtig ist, verschiedene Gruppen im Islam zu kritisieren, wie wir beispielsweise Hizb ut-Tahrir kritisiert haben oder andere Gruppen. Und sie sagen, ja, guck mal, haben wir heute nicht andere Probleme? Guck mal, es gibt dies und das und außenpolitisch und schau dir an, wie die muslimischen Länder unterdrückt sind und da und hier und wir haben das Problem und es gibt Länder, die besetzt sind und die armen Menschen in dem Land so und so, in dem Land so und so. Und das ist sicherlich alles richtig. Die armen Menschen in dem Land so und so, in dem Land so und so. Das ist sicherlich alles richtig. Nur zunächst müssen wir, wenn jemand diesen Vorwurf bringt und sagt, ja, hört doch auf damit, kümmert euch lieber um andere Sachen, dann müssen wir diese Frage oder diesen Vorwurf mit Koran und anhand von Koran und Sunna analysieren. Das heißt, man will uns damit sagen, kümmere dich nicht um diese Sache, kümmere dich um eine andere Sache. Du musst dich um das Wichtigste kümmern und nicht um das. Also es gibt wichtige Sachen und wichtigere Sachen. Man muss sich um das Wichtigste kümmern und dann um das Wichtige. Ja, diese Aussagen gibt es beispielsweise. Als erstes muss man sagen, man kann uns wahrscheinlich nicht den Vorwurf machen, dass wir uns nicht um das Wichtigste gekümmert haben. Das Wichtigste, dass die Menschen verstehen, was die Religion wirklich aussagt. Und vielleicht auch Vorwürfe, die von den Nicht-Muslimen gebracht werden. Das wurde alles gemacht. Nun, wir sind eine umfassende Internetseite. Das heißt, wir müssen jedes Thema ergreifen. Das heißt, wir können nicht nur bei einem Thema bleiben und wir reden 20 Jahre über das Gebet, sondern der Islam ist eine allumfassende Weltreligion, die jeden Lebensbereich umfasst. Das heißt, so wie wir Kraft haben, versuchen wir über verschiedene Dinge zu reden. Und wenn man sagt, man soll nicht für Ahlul Bidah warnen, dann widersetzt man sich ganz eindeutig dem, was der Koran lehrt und dem, was die Sunna lehrt und dem, worauf der Ijma der Salaf basiert. Denn wir sehen ganz eindeutig, dass im Koran zum Beispiel steht, فَإِنْتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt oder in einer Sache einen Streit habt, das heißt über eine islamische Fragestellung, dann führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten in كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Achir. Hier wird gesagt, wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, dann führt es zurück zu Allah, das heißt der Koran und die Sunna. Wenn ihr an Allah, falls ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Allah sagt hier nicht, dann schweigt darüber und sagt nichts dazu, sondern er sagt ganz eindeutig, dass wir schauen sollen im Koran und Sunna, was der richtige Weg ist. Und von der Logik ist es ganz klar, dass wenn wir wissen, dass ein Weg verkehrt ist, dass wir auch ganz deutlich sagen, dass dieser Weg verkehrt ist. Denn das gehört zum guten Gebieten und zum schlechten Verbieten. Und das ist, was wir bei allen Gelehrten der Selle finden, dass sie vor Ahlul Bidah gewarnt haben. Und dass sie sogar bei ihrer Warnung vor Bidah keine Muwazana gewählt haben. Dass sie gesagt haben, ja, man muss auch etwas Gutes erwähnen. Sondern dass sie gesagt haben, wir können auch nur Schlechtes erwähnen. Dass wir nur sagen, hier, bum, 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 der macht so und so und so und so. Weil das Schlechte ist ja gerade das, was diese Gruppe von Ahlus Sunnah oder diese Gruppen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah unterscheidet. Wie gesagt, diese Sachen sehen wir im Koran. Wir sehen im Koran an anderen Stellen, dass Allah sagt, Tawasu bil Haqq, legt euch gegenseitig die Wahrheit ans Herz. Und wenn wir sehen, dass Leute in Akida-Fragen Dinge glauben, die die Salaf nicht geglaubt haben, Dinge umdrehen, den Koran nach ihren eigenen Gelüsten interpretieren, ja, da wo zum Beispiel eindeutige Verse im Koran stehen, die sagen und in der Sunna, dass Allah sich über dem Thron befindet, ja, und sie versuchen aus jedem Vers mit dem unterschiedlichen Wortlaut etwas anderes daraus zu machen und es zu verdrehen und nach ihren eigenen Gelüsten zu interpretieren. Was ganz klar ist, ja, sie kommen dann von Istiwa zu Istila, von Istiwa, sich Tafa'a, sich erheben, kommen sie zu Istila, Besitzergreifung, ja, was keiner von den Salaf gesagt hat, dann ist es ganz eindeutig eine Interpretation, die nicht das Wortwörtliche wiedergibt, was dort steht. Das heißt, wir glauben an den Koran, so wie der Koran offenbart wurde. Und wir glauben an die Sunna, dass der Prophet die beste Rechtleitung hat, dass seine Worte die klarsten Worte sind. Das heißt, wenn jemand etwas falsch interpretiert,
dann begeht er eine große Sünde, so wie Allah in Sure 7, Vers 33 sagt: Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minna wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri haqq wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Hier in diesem Vers sagt er, sprich, kul harrama rabbi al-fawahisha, Allah hat die Schändlichkeiten verboten. Das, was offenkundig, das, was verborgen davon ist, oder was, ja, was also versteckt davon ist. Wal-ithma und die Sünde, wal-baghya und die Gewalttat ohne Recht. Entschuldigung, das habe ich eben vergessen. Und dass man Allah Schirk gegenüber begeht, wozu er keine Vollmacht herabgesandt hat. Und dass du über Allah sprichst, was du nicht weißt. Das heißt, wenn wir wortwörtlich etwas im Koran stehen haben und jemand verdreht diesen Wortlaut ohne. Also versucht die Bedeutung davon, eine andere, dem Wortlaut eine andere Bedeutung zu geben, als das, was dort steht, ohne Beweis von Koran und Sunna, ohne Beweis von Aussagen von Sahaba, von authentischen Aussagen, dann hat er ganz eindeutig eine große Sünde gemacht, die Allah sogar hier in diesem Vers, Sure 7, Vers 33, nach dem Schirk steht. Das als Beispiel. Allah sagt im Koran, der Prophet sagt, in Hadith 537 fragt der Nigerier, Ein Allah, wo ist Allah? Und sie sagt, Fi Sama, das heißt über dem Himmel. Ganz eindeutige Sache. Ja, der Prophet hat die beste Rechte in die klarsten Aussagen. Und wir bestätigen bei allem, womit Allah sich bespricht, dass Allah mit nichts und niemandem zu vergleichen ist. Das heißt ohne Tashbih. Das heißt, wenn man fragt, ja, wie kann das sein? Wenn Allah doch über dem Himmel ist, dann hat er doch einen Ort und dann ist er über dem Thron, dann ist der Thron doch größer. Dann sagen wir, diese Beispiele sind alle schwachsinnig. Warum? Weil du hast jetzt Gott mit der Schöpfung verglichen in deiner Vorstellung. Aber wir vergleichen Gott nicht mit der Schöpfung, wir bestätigen das, was dort steht, ohne Vergleich mit der Schöpfung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen unabhängig von allem. Er ist aber auch unbedürftig in seinen Taten und kann machen, was er will. Ganz eindeutig. Und wenn er sich über den Thron erheben will, dann kann keiner sagen, nee, er kann sich nicht über den Thron erheben, weil Allah hat die Macht zu allen Dingen. Und wer sagt, Allah kann das nicht, der sagt, Allah ist in seinen Fähigkeiten beschränkt. Ganz das als Beispiel. Andere Gruppen beispielsweise. Und wie gesagt, hier weichen diese Gruppen ganz eindeutig von dem ab, was die Salaf gesagt haben. Denn die Salaf sagen ganz eindeutig: لِأَنَّ لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً. Denn kein einziger von den Salaf hat es verneint, verneint, dass Allah sich tatsächlich über den Thron erhoben hat. Und an dieser Stelle gibt es viele andere Bidda, die wir sehen. Wir sehen Leute, die in gottlichen Taten Bidda praktizieren. Wir fragen, wie haben die Sahaba darauf reagiert? Wir sehen, die Sahaba haben mit Strenge darauf reagiert, haben streng darauf reagiert, haben ganz eindeutig gesagt, das ist falsch, das ist falsch. Das dürft ihr nicht tun. Wir haben beispielsweise das Beispiel von Ibn Mas'ud, wie er im Irak in eine Moschee reinkommt, wo Leute mit Steinen Tisbih machen. Und einer gibt Kommando und die anderen machen nach. Und Ibn Mas'ud tritt diese Steine weg und sagt, ihr seid mit einer Bidda gekommen. Ganz eindeutig. Wir sehen beispielsweise, wie ein Sahabi über jemanden sagt, der die Hände auf der Kanzel hebt zum Regengebet. Das ist in Sahih Muslim. Möge Allah deine Hände hässlich machen. Das heißt, sie waren sehr streng in der Sache. Warum? Weil es ein falsches Verständnis zu sagen, wir haben große Probleme und lassen die kleinen Probleme einfach auf Seite liegen. Außerdem ist es kein kleines Problem, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz eindeutig im Koran, dass der Streit in der Umma eine Ursache für das Scheitern der Muslime ist. Jetzt wird man sagen, ja, aber ihr streitet euch doch. Nein. Jetzt wird jemand, also um das richtig zu verstehen, jetzt wird jemand sagen, ja, aber ihr fangt doch den Streit an. Lasst das doch einfach. Lasst das doch einfach so sein. Nein, das ist falsch. Weil der Streit ist schon damit gekommen, dass jemand etwas Falsches über Koran und Sunna erzählt. Das heißt, dies ist eine ganz wichtige Sache, dass wir jetzt darauf aufmerksam machen. Denn dasselbe Wort, was für Streit hier benutzt wird in dem Vers, in Anfal, Vers 46, ist dasselbe Wort, was auch an anderer Stelle benutzt wird. Tanaza'a. Dieses Wort Tanaza'a, wenn ihr euch streitet, führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. Das heißt hier, der Streit ist entstanden. Hizb ut-Tahrir sagt, wir machen kein Akida an Azab al-Qabr.
Ja, und das ist eine schwerwiegende Sache. Dann sagen wir, hier ist der Streit entstanden. Das heißt, die Ursache für den Streit sind die Leute von Ahlul Bidda, die Dinge über die Religion behaupten, die falsch sind. Dann sagen wir, okay, wir gehen zu Koran und Sunna zurück und sehen, dass es falsch ist. Und zeigen mit Koran und Sunna, dass es falsch ist. Und ich habe, wie gesagt, die Sache schon ganz eindeutig überlegt. Da brauchen wir jetzt nicht intensiv drauf einzugehen. Es geht jetzt halt nur um die Frage, ob man Ahlul Bidda widerlegen soll. Und wie gesagt, das ist eine große Sache und ganz wichtig, denn der Grund dafür, dass wir Muslime in so einer schlechten Situation sind, ist, dass wir uns getrennt haben. Und wodurch haben wir uns getrennt? Durch die Bidda in der Religion. Also ist der Weg dazu, wieder zusammenzukommen und stark zu werden, nicht der Weg, dass man einfach die Sachen totschweigt, sondern es ist ganz im Gegenteil. Man muss auf die Sachen eingehen und sagen, hier ist der Fehler, hier habt ihr den Fehler und wir müssen versuchen, die Menschen wieder zur Sunna zurückzurufen. Ja? Ein anderes Extrem ist natürlich, wenn jemand überhaupt nicht auf Angriffe der Kuffar beispielsweise eingeht. Ja? Wie ich das zum Beispiel gesagt habe, ich habe zum Beispiel eine Gruppe kritisiert, die immer sagen, ja, Pierre Vogel und so weiter und so fort. Und habe gesagt, komischerweise haben diese Leute es noch nie geschafft, irgendeinen Vorwurf, mit dem die Nicht-Muslime kommen, zu widerlegen. Ja, aber das können wir nicht auf uns beziehen, denn wir, alhamdulillah, mit der Huld von Allah, haben wir es geschafft, die meisten Vorwürfe, mit denen die Nicht-Muslime zu kommen, eindeutig und ganz klar zu widerlegen. Das heißt, wir kümmern uns an allen Seiten, wo wir können. Wir haben aber auch keine Zeit, jede Sache zu widerlegen. Letztens ruft mich jemand an, sagt er, ja, und man hat gesagt, genau das Gegenteil. Also der eine sagt, ja, rede doch nicht über Ahlul Bidda. Der andere ruft mich an, ja, die Leute kritisieren dich, weil du redest nicht genug über Ahlul Bidda. Ich habe gesagt, wer so etwas erzählt, der muss wirklich psychisch gestört sein oder kennt unsere Vorträge überhaupt nicht. Er soll sich mal angucken, über wen wir alles geredet haben. Wir haben über die gefährlichsten Gruppen geredet, in deren Fänge so viele Menschen geraten sind heutzutage. Und die Menschen teilweise in den Puffer hineintragen. Wenn ich zum Beispiel Hizb ut-Tahrir sehe, ihre Dauer ist relativ stark in Deutschland. Und Herr Sheikh Muqbil sagt, wenn wir keine Angst hätten, dass sie eine Ausrede haben durch Unwissenheit, würden wir sie zu Kuffar erklären, weil sie Erwerb al-Kabar nicht zu ihrer Akida machen. Das ist ein ganz klarer Fall, was sich von der Akida der Salaf unterscheidet. Ja? Oder viele Dinge, die wir auch bei Ahbash beispielsweise sehen. Ja? Viele Dinge, die Leute in den Kuffar hineinziehen können. Wenn man sieht, dass jemand erlaubt, dass man Lotterie spielt, das ist eine klare Sache, die verboten ist von Koran und Sunna. Man braucht nur zu gehen zu Muftis, die nichts mit Saudi-Arabien zu tun haben, die ganz klar sagen, das ist ein deutlicher Irrweg. Ja, wir sagen ja, vielleicht gibt es einen Gelehrten, der irgendwie einen Udhr, eine Ausrede hat in der Sache, aber es ist nicht erlaubt für einen Anhänger, einem Gelehrten in einer Sache zu folgen, wo er eine Sache erlaubt erklärte, die Allah ganz deutlich verboten erklärt hat. Also sehr gefährlich ist das. Ja? Also müssen wir auf diese Sachen aufmerksam machen. Das heißt, wer sagt, man soll nicht vor Ahlul Bidda warnen, der hat wirklich etwas falsch verstanden. Der hat wirklich etwas sehr, sehr falsch verstanden, weil die Dawa im Islam ist nicht nur die Dawa mit den Nicht-Muslimen, sondern die Dawa hat viele Facetten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und es soll von euch eine Gruppe entstehen, die zum Guten ruft und die das Gute gebiet, das Schlechte verbietet. Und diejenigen sind die Erfolgreichen. Aber das hat viele Facetten. Als erstes natürlich die Dawa mit den Nicht-Muslimen, die Vorwürfe, die von außen geschehen. Als zweites dann die Dawa mit Muslimen, die weit weg sind vom Islam, die den Islam nicht richtig praktizieren. Wir sagen auch nicht, ja, jemand betet nicht, ja, dann sagen wir jetzt, ja, wir haben größere Probleme, es gibt Leute, die gar keine Muslime sind. Das ist nicht das Schema. Dann die Bidda ist eine sehr gefährliche Sünde. Wir sehen, dass der Prophet Sallam davor gewarnt hat. Der Prophet Sallam sagt selber, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle werden im Feuer sein, außer eine. Wer ist diese Gruppe? Ja, mehr hier tilka firka, ja Rasulullah, mehr anna alayhi, was haben wir? Wer ist diese Gruppe? Die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wir können doch nicht sehen, dass Leute eindeutig von dem Weg der Sahaba weggegangen sind und ihnen die Drohung der Hölle
die Drohung der Hölle auf sie angewendet wird. In dem Hadith ganz eindeutig, ja, der Prophet sagt, die wird sich spalten. Diese Leute haben sich gespalten, sind weggegangen von dem Weg der Sahaba. Das heißt, diese Menschen sind in Gefahr. Sagen wir jetzt zu den Muslimen, ja, wir haben andere Probleme. Wir haben eine Atombombe in Pakistan, eine in Indien auch, und das Problem dort und das Land ist besetzt und hin und her. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Wir können doch nicht sagen, ja, dann lassen wir denen eben in die Hölle gehen. Uns geht es darum, die Menschen zu verbessern. Uns geht es darum, andere Menschen, die vielleicht in diese Fänge fallen, vor dem falschen Weg zu warnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wer sagt, man soll nicht vor Ahlul Bidda warnen, der hat eindeutig die Sunna des Propheten und den Manhaj des Salaf nicht verstanden. Dann, wie gesagt, wir haben genug andere Probleme. Ja, genau. Und diese anderen Probleme haben wir in erster Linie dadurch, dass wir uns gespalten haben aufgrund von Erneuerungen. Das ist der Grund, warum wir Probleme haben, warum wir äußere Probleme haben. Und viele Gelehrte der Salaf haben gesagt, dass das Problem, was von außen kommt, kleiner ist als das Problem, was von innen kommt. Warum? Weil wenn du beispielsweise in einem Haus bist und draußen ist jemand, der schmeißt Steine gegen dein Haus, das wird an deinem Haus abprallen. Aber wenn du jemanden in deinem Haus drin hast, das heißt im Islam drin, der versucht den Islam zu zerstören von innen, das ist sehr gefährlich, kann das sein. Natürlich unterscheidet sich das auch immer von Zeit zu Zeit. Und ich wollte hier mal kurz etwas erwähnen, was große Gelehrte dazu gesagt haben. Ja? Hier sagt zum Beispiel Sheikh Imam Bukhari und Muslim und Yahya ibn Yahya, ja, der sagt, die Sunna zu verteidigen ist besser als der Dschihad. Es wird von Al-Harawi mit einem starken Isnad, der zum Nasser ibn Yahya reicht, berichtet. Der sagt, ich hörte Muhammad ibn Yahya al-Zuhali sagen, ich hörte Yahya ibn Yahya sagen, die Verteidigung der Sunna ist besser als Dschihad auf Allahs Fahrt. Dann sagt, Muhammad sagt, ich sagte Yahya, ein Mann gibt Besitz, strengt sich an und kämpft, aber jenes, die Verteidigung der Sunna hat mehr Lohn als dies? Er antwortete, ja, bei weitem. Das ist, wie gesagt, die Aussage von einigen Gelehrten. Dass die, hier sagt Ibn Qayyim, rahimullah, sagt, ja, und Dschihad mit den Beweisen und der Zunge hat Vorrang vor dem Dschihad mit dem Schwert und dem Speer. Das sind die Aussagen, die diese Menschen gebracht haben. Ja. Dann sagt Abu Ubaid Qasim ibn Salam, sagt, nach mir ist der Anhänger der Sunna wie jemand, der ein Stück glühender Kohle in seiner Hand hält. Heute ist es besser als der Kampf mit dem Schwert auf dem Pfad Allahs. Das ist ganz eindeutig. Dann gibt es wieder das andere Extrem. Wieder das eine Extrem, die sagen, ja, wir sagen gar nichts über die Nicht-Muslime, was sie für Fitna verbreiten mit Vorwürfen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Ja, da gibt es andere Leute, ja, die, wo man denkt, dass sie wirklich in einer fremden Welt leben, ja, die sich vielleicht Mühe geben, die den Menhesh auch einigermaßen verstanden haben, von der Seite her, dass sie wissen, dass man vor Ahlul Bidda warnen soll und dass man sie widerlegen muss und dass das der Weg der Salaf ist, der Weg der großen Gelehrten der früheren Zeit. Wir haben in der früheren Zeit, wenn jemand das heutzutage sagt, wir hatten auch Probleme gehabt, äußere Probleme. Aber es gab immer wieder Gelehrte, die Bücher geschrieben haben, Rudud, gegen falsche Gruppen. Ja? Nur, man sieht natürlich die Heuchelei, wenn man Gruppen sieht, die nichts sagen gegen Vorwürfe gegen den Propheten, aber die sich nur um eine bestimmte Person kümmern. An solchen Leuten sieht man, dass irgendwas mit ihrer Absicht nicht stimmen kann. Aber dann gibt es wieder andere Leute, die, wie gesagt, den Menhesh verstanden haben, ja, aber die vor Leuten warnen, die gar keiner kennt. Das heißt, ich habe mir eben eine Internetseite angeguckt und mashallah, da sind sehr viele gute Berichte drin. Nur da wird vor Leuten gewarnt, aus dem Ausland, aus Jemen, aus Marokko, aus Saudi-Arabien, die hier in Deutschland kaum einer kennt. Ich habe mich früher gefragt, wer ist das? Ich hatte keine Ahnung. Das heißt, es ist eigentlich unnötig, vor Leuten zu warnen, die keiner kennt, aber zur selben Zeit die Gruppen, die hier große Fitna verbreiten, ja, und ich, wie zum Beispiel Ahbash, ja, oder andere irregegangene Gruppen, und ich will die Leute von Ahbash nicht beleidigen, es gibt einige sehr nette Brüder darunter, das weiß ich, aber wir müssen die Wahrheit sagen, diese Gruppe ist ganz eindeutig in der Akida und in ihren Taten im Dalal. Ganz eindeutiger Fall, ja. Wir brauchen uns nur Fatwas anzusehen, wo das, was halal ist, haram gemacht wird und das, was haram ist, halal gemacht wird. Dies ist nicht das, was ich sage. Dieses, was Schuyuch sagen, die gar nichts mit Saudi-Arabien zu tun haben. Ja. Dann sehen wir beispielsweise, dass sogar der Fatwa-Imam, der Azhar,
Dr. Ali Jumu'ah, dass er sagt, das ist eine irregegangene Gruppe und viele Punkte davon nennt, ja. So, und diesen Leute, die große Fitna in Deutschland, die für große Fitna hier so besorgen. Und dann sieht man, dass es Leute gibt, die kein Wort über diese Leute erwähnen, aber erzählen ja, dass irgendein Scheich, der da und da lebt, und der hat das und das gesagt. Dann sagst du zu ihm, ja, hör mal, den kennt doch hier gar keiner. Eigentlich ist es ein völliger Fehler im Menhaj, über diese Leute zu reden, weil dadurch werden diese Leute nur bekannt gemacht und sie sind momentan noch unbekannt. Weil die Leute der Sunna haben gesagt, dass wir nicht über jemanden reden, der eine Bidda mit sich trägt, damit wir ihn nicht damit bekannt machen. Ja? Zum Beispiel sieht man das zum Beispiel von den großen Gelehrten, bisher kein Rudud, kein Rat auf Said Nursi gemacht wurde. Obwohl Said Nursi in seinen Büchern Hadithe benutzt, die Maudur sind, wie zum Beispiel der Hadith, der eine Lüge ist gegen den Propheten, wo der Hadith kurz in seinem Schwein verborgen schaffen wollte, erkannt wurde, dann erschuf ich die Schöpfung, dass er zum Beispiel sagt, und das ist eine große Bidda, das steht in seinem Buch Wegweiser für die Jugend, was ich auch schon gelesen habe, wo er drin schreibt, dass man im Achira, dass es dort drei Wege gibt, einmal die Hölle für die Schlechten, für die Ungläubigen, dann das Paradies für die Gläubigen, die gute Werke tun. Und die Gläubigen, die keine gute Werke tun, die werden in Einzelhaft geraten. Das ist ein Schema, was es nirgendwo gibt. Und kein Beweis vom Koran und Sunna, ganz eindeutig. Und viele andere Dinge natürlich. Wie gesagt, dieser Mensch hat sich sicherlich Mühe gegeben, aber wir reden über die Punkte, die ganz deutlich falsch sind, damit die Leute nicht denken, das Traurige, damit die Leute nicht denken, alles an ihm wäre richtig. Das Traurige ist, dass leider die Gruppe, die sich ihm zuschreiben, nur von seinen Büchern lesen und dadurch gar nicht in der Lage sind, die Fehler, die er gemacht hat, auch zu erkennen, weil ihnen einfach das Wissen fehlt. Und diese Bücher beschäftigen sich hauptsächlich mit der Größe von Allah und so weiter und diese Motivation an Allah zu glauben. Die meisten Anhänger von ihm haben auch sehr gutes Benehmen, das muss man zugeben, mashallah. Aber sie beschäftigen sich mit vielen Themen überhaupt nicht, wie zum Beispiel tiefgründige Akida-Themen, wie zum Beispiel Usul Hadith, Usul al-Fiqh und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ein großer Mangel und leider wird sich kaum mit anderen Büchern beschäftigt. Man denkt, diese Bücher würden alles bringen. Und natürlich, wenn man nie andere Bücher gelesen hat, dann kann man natürlich auch nicht den Unterschied erkennen zwischen ihm und anderen Menschen. Ja. Wie gesagt, das sind einige Punkte, die ich nennen wollte. Wie gesagt, wir fassen daran fest, dass man Ahlul Bidda widerlegen soll, ist eine ganz klare Sache. Vom Koran, von der Sunna und von dem Ijma der Salaf. Und natürlich schauen wir uns immer die Situation an, in der heutigen Situation, gerade in der heutigen Zivilisation, wo es so viele Gruppen gibt, und gerade hier in Deutschland, ist es wichtig, über dieses Thema zu reden. Und es ist absoluter Schwachsinn zu sagen, ja, wir haben irgendein Problem 10.000 Kilometer von hier entfernt und ich soll die Leute hier in Deutschland mehr auf das Problem aufmerksam machen, was 10.000 Kilometer entfernt gibt, als auf das Problem, was wir hier haben, als das Problem, was die neuen Muslime haben, die zum Islam kommen und die von irren gegangenen Gruppen in die Irre geleitet werden. Das sind meine Worte, kurz und schmerzlos. Ich sage diese Worte, bitte Allah um Vergebung für mich und meine Sünden. Und alles, was richtig war, war von Allah, und alles, was falsch war, war von mir und vom Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah!